Das sind wir. Wir gehen auf eine Förderschule. Wir haben viele Förderbedarfe. So heißt das in Fachsprache. Lernen. Emotionale und soziale Entwicklung. Hören und Sprache. Alles per Gutachten festgestellt. Klingt doch schon ziemlich lost, oder? Unsere Schule wird demnächst geschlossen. Uns hat natürlich keiner gefragt, wie wir es finden. Tja, und viele von uns haben auch schon einiges erlebt. Die kennen sich mit Lostern so richtig aus. Wer könnte also Loster sein als wir, dachten wir, als wir uns angemeldet haben. Aber so einfach ist das nicht. Oder was meinst du? Das sind Tom und Fabian. Tom findet es echt scheiße, dass unsere Schule geschlossen werden soll. Er hat total viele Unterschriften gesammelt, damit das nicht passiert. Aber es wird leider doch passieren. Er hatte schlechte Noten in der Grundschule und miese Erlebnisse. Er fühlte sich immer ausgeschlossen, weil er andere Aufgaben machen musste als andere. Das ist Fabian. Fabian kriegt die Krise, wenn er etwas aufschreiben soll. Er hasst solche Aufgaben und macht dann immer sehr, 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 sehr langsam. Manchmal regt er sich auch richtig krass auf. Das ist Stella. Am Anfang kam sie fast nie zur Schule. Wenn sie da war, hat sie uns nicht angeguckt. Und sie hat auch nicht mit uns geredet. Stella hat uns erzählt, dass sie nichts verstanden hat, als sie nach Deutschland kam. Die anderen Kinder haben sie ausgelacht und sie haben sie geärgert. Dann ist sie einfach immer öfter nicht zur Schule gegangen. Das war besser für sie. Das ist Leo. Leo sagt, er hatte keine Kindheit. Und wenn doch, dann war sie schlimm. Er hat uns erzählt, dass sein Vater gestorben ist, als er klein war. Er hat uns noch gesagt, dass seine Mutter Alkohol getrunken und Drogen genommen hat. Dann war sie nicht nett zu ihm. Er hat sich um seine zwei Geschwister gekümmert und ist nicht zur Schule gegangen. Wenn er in der Schule war, dann wurde er gemobbt und geschlagen. Früher hat Leo oft zu Gott gebetet. Er sollte ihm helfen. Das hat aber nichts genützt. Sind sie lost? Oder was meinst du? Stella ist meine Freundin. Wir erzählen uns alles. Und wir haben total viel Spaß zusammen. Wir helfen uns gegenseitig. Frau Kurt hat, glaube ich, ganz schön genervt. Aber dann ist Stella zur Schule gekommen. Jetzt ist sie jeden Tag da, sogar pünktlich. Sie ist richtig gut geworden, weil sie jeden Tag übt. Ist sie lost? Oder was meinst du? Die beiden können super rechnen. Die sind unsere Mathe-Profis. Außerdem wissen die alles Mögliche in Bio, Chemie und Physik. Sie können sich da alles sofort merken. Tom backt die besten Vanillekipferl. Und Fabian wird bestimmt mal Sternekoch. Alles, was er kocht und backt, ist einfach zu lecker. Leo ist total witzig und wir lachen auch sehr viel. Leo weiß ganz viel. Er macht den geilsten Kakao ever. Vor allem den noch mit Milchschaum. Er kümmert sich um die Meerschweinchen und macht es sehr gut. Manchmal geht Lostsein auch vorbei, zum Glück. Manchmal halten dich andere für total lost, aber das ist egal, wenn sich das für dich selbst nicht so anfühlt. Manchmal helfen dir andere, dann fühlst du dich nicht mehr lost. Manchmal hilft Lachen gegen Lostsein. Manchmal hilft vielleicht beten, wenn du dich lost fühlst, wer weiß. Manchmal kannst du auch einfach beschließen, dass du dich nicht lost fühlen willst, musst du ja nicht. Manchmal musst du einfach vertrauen, dass alles wieder gut wird, dann verschwindet das Lostgefühl, aber das ist schwer. Manchmal hilfst du dir irgendwie selbst, das fühlt sich richtig gut an und gar nicht mehr lost. Sind wir lost? Und was denkst du?
Thank you.